Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtkämpfer. Ihr seht, es strahlt die Sonne, das heißt, um was geht es? Ja, um das Thema Solar, das wollen wir uns heute mal angucken. Und wann gibt es das zu sehen? Nach dem Intro. Na, wenn du weißt, um was es geht, erzähl mal. Genau, wir fangen nämlich an. Innerhalb des Fahrzeuges, das habe ich schon vor einem Tag oder von einigen Tagen schon gebaut, nämlich geht es um den Laderegler. Da kümmern wir uns als erstes drum und als allererstes habe ich nämlich mich darum gekümmert, dass wir erstmal ein bisschen Ordnung in der Sitzkiste kriegen, nämlich die ganzen Kabel, die waren alle durcheinander, also das heißt, die mussten erstmal sortiert werden mit Kabelbindern. Aber wie das aussieht, das zeigen wir euch gleich. Feststellen mussten wir, dass uns 200 Amperestunden ehrlich gesagt im Winter relativ doch im Stich lassen können. Wir haben festgestellt, dass wir so gut 3 Tage mit Kompressorkühlschrank und einer Dieselheizung und dann natürlich noch Kameraequipment und so weiter, also man muss ja auch ein bisschen was laden, Laptop und so weiter, hinkommen. Dann ist sie wirklich relativ leer. 3 Tage finde ich schon eigentlich gar nicht schlecht, aber um unsere Autarkie ein wenig zu pushen, haben wir uns dafür entschieden, doch noch ein bisschen Solar aufs Dach zu bringen. Und was ich jetzt als Vorarbeiten sozusagen geleistet habe, das will ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ja, was habe ich hier eigentlich genau gemacht? Als allererstes habe ich erstmal dafür gesorgt, dass der Ladebooster, der normalerweise von dieser Seite hier sitzt, nach innen kommt. Denn ich möchte diesen Ladebooster gerne innen haben, da waren die Kabel besser von der Verteilung her. Und außen setzen wir hier den neuen MPPT-Regler von Victron Energy. Das ist im Prinzip ein Bluetooth-fähiges Modul, was wir uns ausgesucht haben und passt auch zu unserem Batterie-Management-System. Also von daher haben wir uns auch für Victron Energy dann entschieden. Ja, was habe ich sonst noch gemacht? Das ist hier die Hauptsicherung von der Batterie, die im Prinzip auch unter dem Beifahrersitz sitzt. Ich habe hier noch meinen eigenen Sicherungskasten. Da sind noch ein paar andere Sachen aufgeklemmt, wie zum Beispiel auch die Lüftung oben in der Scheibe. Das können wir euch auch mal kurz einblenden, denn da haben wir ein kleines Gebläse eingebaut. Habt ihr aber auch schon in einem anderen Video gesehen. Ja, genau. Und was habe ich sonst noch gemacht? Ich habe erstmal Masseleitungen gelegt und habe nochmal Stromleitungen gelegt, nämlich dass ich die hier vorne habe. Das habe ich jetzt hier schon alles liegen. Das kann ich also alles anschließen. Bei uns in dem Fahrzeug ist Solar vorbereitet. Das sind nämlich diese Kabel. Das heißt, ich brauche die nur anschließen und dann im Prinzip liegen die schon am Kühlschrank, sodass ich die nur noch durchbohren muss durchs Dach. Dazu aber später nochmal mehr. Und ja, und ansonsten habe ich dann noch hier die Kabel alle schick gemacht. Schön mit Kabelbindern mal alles vernünftig verklemmt und so weiter. Ja, also das heißt, etwas Ordnung geschafft in der Sitzkiste. Falls ihr euch wundert, was das für ein Ding ist, das ist unser 230 Volt Wandler. Der hat 400 Watt und in der Spitze geht, glaube ich, auch mal ein bisschen mehr. Allerdings sind 400 Watt auf jeden Fall auf Dauer möglich hier. Das haben wir halt für eine Kaffeemühle und so weiter. Also das heißt, ja. Aber jetzt schauen wir uns doch das Ganze mal an, wie das aussieht mit dem Laderegler. Den Laderegler, wie ich schon am Anfang schon mal gesagt habe, wollen wir hier hinbauen. Ich finde diesen Platz relativ gut, weil man ganz gut die Kabel dort verlegen kann. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, den hier hinzubauen. Kurz Löcher durchgebohrt. Vorsichtig natürlich, dahinter ist dann der Regler, sozusagen der Ladebooster von Shunt im Prinzip, der das Fahrzeug oder die Batterie dann während des Fahrens lädt. Und was wir dann jetzt machen, weiterhin, ich baue erstmal das Teil an, dann schauen wir uns das Ganze weiterhin an und schauen uns an, wie wir diesen Laderegler dann anschließen. Ja, das ging relativ flott, der Laderegler ist jetzt im Prinzip hier angebaut, passt hier super hin, passt auch noch gut mit der Verblendung dann da drauf. Ich habe das einfach mit 2 Schrauben, beziehungsweise mit 4 Schrauben auf der anderen Seite sitzen natürlich noch welche befestigt. Und jetzt gehen wir im Prinzip in die Reihenfolge, wie das Ganze angeschlossen werden soll. Denn als allererstes sollte man sich um das Load kümmern, dann sollte man sich um die Batterie kümmern und dann sollte man sich um die PV kümmern, so wurde es beschrieben.
Load werden wir hier nicht anschließen. Wir gehen hier nur auf Batterie und das Solarpanel. Ja, also von daher relativ simpel. Und das schließe ich jetzt einfach erstmal an. Ich kann berichten, auch das Anschließen war jetzt relativ einfach. Also plus minus von der Batterie. Und hier haben wir dann die Möglichkeit, auf PV die Solaranlage anzuschließen. Und die muss natürlich an der anderen Seite auch angeschlossen sein, das ist halt klar. Das schauen wir uns nämlich auch gleich nochmal an, wie das funktioniert. Aber das an einem anderen Tag, also alles an einem Tag wird halt ein bisschen schwierig werden hier heute, denn ich mache das halt immer abends nach der Arbeit. Und die Solaranlage werde ich wohl Samstag dann aufbauen. Also das heißt an einem Tag, wo ich dann den ganzen Tag Sonnenlicht auch habe. Ja, kurz und knapp, ihr seht, was ich jetzt noch gemacht habe. Im Prinzip habe ich zweimal ein Update gefahren. Das ist eine kurze Sache. Das schlägt einen die App gleich vor. Falls ihr die App noch nicht habt, müsst ihr die installieren. Die App ist im Prinzip in jedem App Store erhältlich und heißt einfach Victron Connect. Und hier sehen wir auch halt in dieser App jetzt beide Systeme, die wir von Victron Energie haben. Und ja, da können wir halt unseren Batteriewächter und auch unsere Solaranlage drüber verwalten. Mal komplett aus einer neuen Perspektive hier. Genau, ich sitze auf dem Dach. Ich mache das Dach nämlich sauber. Das ist nämlich gerade meine Frage. Warum machst du das Dach sauber? Ist das notwendig für Solar? Also, theoretisch ist es erstmal so, generell muss das gesamte Dach nicht geputzt werden. Ich mache es aber doch. Wir haben einen speziellen Reiniger, so einen Antiperlreiniger sozusagen, beziehungsweise einen Reiniger, der das abperlen lässt. Und wenn ich die Solarplatten auf die Sicken draufklebe, dann komme ich unter die Sicken nämlich nicht mehr dran, um die irgendwann mal sauber zu machen. Also mache ich das jetzt einmal vernünftig. Und da habe ich mir gesagt, jetzt mache ich keine halben Sachen, einmal das ganze Dach. Ja, ist vernünftig, oder? Ja, wenn du schon mal dabei bist, sieht lustig aus. Ja, genau. Und deswegen sitze ich auf dem Dach. Aber natürlich, für die Solaranlage muss dann die Oberflächen, die geklebt werden, da kommen wir später zu, natürlich auch noch hochgereinigt werden mit Alkohol oder wie auch immer. Ethanol. Einem Fettlöser auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall können wir sagen, die Solaranlage wird, das Dach hätte die Solaranlage aus, hält der Dicky auch aus. Ja, genau. Also die Solaranlage wiegt wesentlich weniger. So, dann machen wir die Kamera wieder aus. Ich will das Fenster jetzt zumachen. So, ich kann vermelden, die erste Solarplatte, da liegt sie, ist auf dem Dach montiert. Das hat soweit gut geklappt. Für die zweite, das zeige ich euch jetzt, wie das im Einzelnen funktioniert. Das heißt, man muss es vorher erstmal gucken, wo sollen sie denn hin. Das zweite ist, man muss es schön reinigen, das ist ganz wichtig. Dann wird der Kleber aufgetragen. Ja, und zum Schluss ist im Endeffekt nichts anderes als dann Kleber, die Rückseite, die ist ja dann im Prinzip mit so einer Folie noch belegt, die abziehen und dann den Kleber oder die Solarplatte schön fest draufkleben. Ihr werdet das jetzt in einem Schnelllaufvideo sehen, dass euch nicht zu langweilig wird. Hoffentlich wird euch nicht schwindelig, aber Kamera sollte ja kein Problem sein, die ist nämlich fest. Also ab geht's. Wir haben ein Loch in der Küche. Da war nämlich der Kühlschrank drin. Ja, so ein paar Blessuren hat leider der Schrank dann gekriegt. Müssen wir mal sehen, ob man das hinterher sieht oder nicht. Das habe ich jetzt gerade erst entdeckt. Aber so ist das halt nun mal. Ja, das Ding hier im Prinzip kann man hier rüberstellen aufs Bett. Den Kühlschrank, also ist kein Problem. Und für die Solaranlage werde ich jetzt hier gucken, dass ich hier irgendwo durchkomme. Machen wir ein Foto. Genau, dann machen wir ein Foto, wie das dann aussieht. Da muss ich dann auch noch die ganze Sache anschließen hier an der Geschichte.
Und ja, was ich natürlich jetzt erst auch nochmal machen muss, ist, ich muss noch nach den Solarleitungen suchen. Denn auf Anhieb weiß ich nicht, wo sie sind, beziehungsweise sie sollen hier unter sein. Und dann muss ich sie wahrscheinlich hier einmal durchfädeln. Aber kriegen wir schon hin, sollte nicht das Riesenproblem sein. Ich würde sagen, wir starten mal. Marcel, ich glaube, wir sind nicht ganz dicht. Wir haben ein Loch im Auto. Spinnst du? Ja, ich habe da mal einfach ein Loch reingebohrt. Wo ist es denn? Da ist es. Blenden wir euch mal ein. Ja, wir haben das im Prinzip jetzt alles ein bisschen vorgebohrt. Das heißt, ich habe einen kleinen Durchmesser genommen, falls ich doch daneben bohre, dass ich wenigstens nochmal mit Sikaflex abdichten kann. Ist nicht der Fall gewesen. Ich bin von dieser Nut aus, das ist im Prinzip die Nut, wo die Schiebetür endet, das ist beim 6-Meter-Fahrzeug zumindest so, habe ich dann 40 cm in die Richtung gemessen und mittig zu dem äußersten, ja, zu dieser äußersten Sicke sozusagen, bin ich dann gegangen, beziehungsweise die Sicke ist glaube ich die, also dieser Dachbeule sozusagen, bin ich dann durchgegangen und habe dort das Loch einfach durchgebohrt. Jetzt bohre ich mit einem 22 mm ja, Stahl. Bohrer, also das heißt, hier kann man mit Stahl auch bohren, das sind HSS-Metallbohrer. Da bohre ich jetzt einmal durch, dass wir zwei dicke Kabel, nämlich diese Kabel hier durchkriegen und die werden dann unten drinne verdrahtet. Ja, dazu haben wir uns eine Dachdurchführung natürlich organisiert. Das sollte man auch, sollte ich, also das würde ich auch empfehlen, das ist eine ganz gute Sache. Da könnte man die Dinger dann im Prinzip schön bekleben mit Silikon bzw. mit Sikaflex werden wir das Ganze machen. Das ist auch UV-beständig, das war uns wichtig, darauf zu achten, denn wir wollen ja nicht, dass es porös wird und irgendwann undicht wird. Ja, und ich würde sagen, ich bohre jetzt erstmal los. Mal sehen. Schön Kleber drauf von unten, also das ist das gute Stück. Jetzt habe ich die Isolierung hier, das heißt, auch die Isolierung muss ich natürlich noch durchbohren. Da würde ich jetzt noch mal gucken, ob da irgendwelche Kabel natürlich sind. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gib ihm. Einmal unten noch durchs Loch durch, also durchs Holz durch müssen wir da. Das zeigen wir euch mal von innen eingeblendet. Gut, so super, so perfekt. An sich war das gar keine so eine große Aktion. Man muss halt so ein paar Sachen beachten, gerade Plus und Minus. Man sollte das natürlich nicht verpolen. Wenn man das am Laderegler verpolt, dann stand in der Anleitung, würde der nur warm werden. Ich würde es trotzdem nicht ausprobieren. Man sollte schon wissen, was Plus ist und was Minus ist und das sollte auch dementsprechend angeschlossen werden. Ja, wir haben hier die Leitung jetzt verlegt. Das blenden wir euch auch nochmal ein. Ah ja, genau, der Marcel zeigt mir gerade ein tolles Werkzeug. Das ist natürlich ein Messgerät, wo man gucken kann, wo Plus und Minus drauf ist. Also man sieht halt, ob der Wert Plus ist oder der Wert Minus ist. Und dementsprechend kann man halt auch wissen, ja, wo jetzt im Prinzip hier ja, Plus ist und wo hier Minus ist. Es steht aber auch überall drauf. Also es sind überall Zettel dran gewesen. An den Solarkollektoren, die von oben kamen, war kein Problem. Und auch an den Schnellverbindern, weil ich habe hier Schnellverbinder genutzt. Da könnt ihr nochmal reingucken. Das sind diese Dinger hier. Ja, wir blenden da nochmal ein Foto ein. Das kann man, glaube ich, dann besser sehen. Und ja, das Kabel habe ich hier schön verlegt. Ich habe hier so Klebepads genommen. Die habe ich auf dem Dach auch noch genommen. Und das zeigen wir euch gleich, weil das Dach habe ich auch abgedichtet. Das zeige ich euch am besten oben nochmal. Das heißt, kommt einfach mal mit. Stopp, 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 stopp. Hallo? Erst den da reinmachen, bevor du aufs Dach gehst. Hallo? Das kann doch hier nicht bleiben. Da guckt einer. Und ist neugierig. Ja, ich bin soweit fertig. Das heißt, hier ist die Solaranlage jetzt drauf. Sie spendet schon richtig ordentlich Strom. Wir haben 100 Watt ungefähr, die über die beiden Panels zusammen reinkommen. Das entspricht so ungefähr 7 Amperestunden, die gerade die Batterie lädt. Ich habe hier noch diese Kabelbinder-Klebepads mir organisiert, damit ich oben noch mal die Punkte auf dem Dach festkleben kann. Natürlich auch alles fettfrei gemacht. Ja, hier sieht man den Einlass, den habe ich schön abgedichtet. Das heißt, ich habe ordentlich nochmal drumherum geschmiert, auch wenn es nicht so super schön aussieht. Aber wichtig ist, das ist ganz wichtig, nämlich dass es dicht ist. Und das wird es auch sein. Von innen habe ich das Ding auch nochmal
am Loch sozusagen noch mal ein bisschen abgedichtet, also alles kein Problem. Ja, das war eigentlich schon die ganze Aktion und so wild war das Ganze nicht. Relativ einfach. Ein bisschen muss man sich mit der Technik auskennen, aber dann ist das auch relativ simpel und kein Hexenwerk, muss nicht ein Zauberer vom Zauberer gemacht werden. So, wir sitzen immer noch hier und habt gesehen, dass wir aber viel gearbeitet haben. Damit ihr es versteht, wir sind so deppert und unsere Intro-Aufnahmen sind alle für ein Poppes gewesen. Ja, die mussten wir nochmal drehen, deswegen halt. Haben wir das jetzt nochmal gemacht? Gleiche Aussicht. Wenigstens haben wir es vorher mitbekommen und nicht erst im Schnitt. Genau, aber wir haben uns jetzt sozusagen hier hingesetzt, um uns auszuruhen, dass wir die Sonne genießen. Unser Fahrzeug wird die Sonne jetzt natürlich auch genießen. Wir haben einen guten Ertrag, das kann man schon sagen. Die Sonne steht relativ tief, also ich würde sagen ungefähr. Ja, weiß ich nicht, so, also die ist schon bald wieder am Untergehen, wir sind ja noch im Anfang des Jahres. Genau. Und man muss schon sagen, wir haben jetzt gerade einen Ertrag von, weiß ich nicht, so 90 Watt. Zwischen 6 bis 7 Ampere kriegen wir rein und das reicht vollkommen aus, um das, was wir eigentlich an Stromverlust haben, also gerade der Kompressorkühlschrank lief und wir haben trotzdem noch Ertrag. Richtig, und das ist das Wichtigste für uns und von daher bin ich sehr gespannt, wie das im Sommer ist, wenn die Sonne wirklich gerade drauf steht. Ich glaube, dann haben wir richtig Ertrag. Und da wird der Teddy von deinen Eltern noch mit an der Stromdose hängen, weil sie dann selber noch mit Strom kriegen. Genau, dann werden wir nämlich den Strom nochmal wandeln und dann nochmal dementsprechend den Teddy nämlich beladen. Also von daher, das wird gut klappen, glaube ich. Wenn ihr Fragen habt zu den einzelnen Details, dann gerne runter in die Kommentare, weil wie gesagt, alles kann man natürlich nicht zeigen, weil dann wäre das ein reines, sehr langes Video. Genau. Weil insgesamt muss man sagen, inklusive der Vorbereitung, Pi mal Daumen, rechnet mal doch einen Tag Arbeit ein. Ja, genau, wenn man das alles schön vorbereitet und so weiter. Also die reine Arbeitszeit, ich sag mal so, ich habe jetzt noch ein bisschen zusätzliche Sachen gemacht, aber die reine Arbeitszeit sind so 3 bis 4 Stunden und dann sollte man damit eigentlich relativ gut durch sein. Deshalb rechnet einen ganzen Arbeitstag ein. Nimmt so einen sonnigen Tag wie heute, wo es noch nicht so ganz so heiß ist, weil dann schwitzt euch das sonst wo lang, wo ihr das Schwitzwasser gar nicht haben wollt. Achtet auch auf die Verarbeitung. Also die Temperaturen sollten nicht zu heiß sein und nicht zu kalt sein, um die Solaranlage zu kleben. Das stand im Prinzip auch in der Montageanleitung. Und das sollte man halt auch ein bisschen beachten. Genau, die beiden Panels, insgesamt der 250 Watt, die haben wir bei Wattstunde gekauft, weil da haben wir viel Positives übergehört. Ist auch wieder gekauft, ist deshalb keine Werbung, falls genau. Ihr eine denkt, falls Wattstunde Interesse hat, aber wir sind gerne bereit, wenn die eure Produkte gut sind, die auch mal zu testen. Nein, Spaß beiseite. Also jetzt alle Produkte, die wir irgendwie verbraucht haben, sind natürlich in der Videobeschreibung unten drin. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann gerne rein in die Kommentare. Lasst gerne ein Like für Stefan da, weil er hat sich echt viel Mühe gegeben. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, dass ihr da Interesse dran hattet und dass er vielleicht auch Anregungen gekriegt hat, dass es vielleicht doch nicht so schwer ist, das nachzubauen. Ja. Und dann würde ich sagen, abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke, dann verpasst ihr nämlich auch nichts, wenn was Neues auf unserem Kanal kommt. Dann Instagram, Facebook. Ist alles eingeblendet und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Tschüss.